Ja, wir kommen aus einer intensiven Debatte zur verbindlichen Frauenquote. Bei mir ist jetzt Karin Prien, stellvertretende Bundesvorsitzende. Schön, dass Sie da sind. Vor allem nach dieser Debatte. Jetzt wird es eine verbindliche Frauenquote geben. Können Sie das Ergebnis einmal für uns einordnen? Ja, ich glaube, es haben alle gespürt. Wir haben eine extrem respektvolle und intensive Debatte geführt. Da war sehr viel Leidenschaft dabei. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, in den letzten 2,5 Jahren, natürlich auch Corona-bedingt, aber das, wir haben schon lange nicht mehr so leidenschaftlich diskutiert. Und ich bin sehr froh, dass es am Ende doch eine klare Mehrheit dafür gegeben hat, jetzt dieses Instrument auszuprobieren. Wir haben ja viele Jahre lang andere Dinge ausprobiert. Und jetzt war es an der Zeit zu sagen, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh. Und das ist ein echtes Angebot an die Frauen in unserem Land. Uns sind Frauen wichtig. Wir wollen die Perspektive von Frauen. Und deshalb ist das heute eine gute Entscheidung für die CDU Deutschlands. Sie haben sich ja schon ziemlich früh festgelegt und gesagt, ohne eine Quote geht's nicht. Warum haben Sie das gemacht? Wir sind ja als CDU Deutschlands in der Situation, dass wir die Bundestagswahl verloren haben. Und das liegt auch an Strukturen, die bei uns eben nicht mehr so modern sind, wie wir sie heute brauchen, um zu überzeugen. Die Quote ist bei anderen Parteien, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen längst eine Selbstverständlichkeit. Insbesondere ist die gleichwertige Teilhabe von Frauen eine Selbstverständlichkeit. Und eine Frau, die auf Dauer eine Frau, die in der CDU sich engagieren will, die weiß ab heute, dass sie bei uns willkommen ist. Was kann die CDU denn jetzt abseits dieser verbindlichen Frauenquote, die jetzt schrittweise eingeführt, vielleicht können Sie das noch mal einmal sagen. Worum geht es denn genau? Also schrittweise Einführung, Begrenzung erstmal auf 5 Jahre. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir auch unseren Verbänden die Zeit lassen, diese Frauenquote zu erreichen. Es geht ja darum, dass wir auch neue Frauen gewinnen wollen. Wir wollen die Expertise und die Perspektive von Frauen hinzugewinnen, die auch heute noch nicht Mitglied unserer Partei sind. Dafür geben wir unseren Verbänden, unseren Gliederungen Zeit. Aber am Ende ist das Ziel tatsächlich, Parität zu erreichen. Und insofern haben wir jetzt einen Pfad, den wir beschreiten können. Und das ist ein Pfad, der uns auf die Höhe der Zeit bringt. Und wenn wir weiter so gute Oppositionspolitik in Berlin machen, wenn wir weiter gut regieren in den Ländern und uns auch in unseren Strukturen weiter so konsequent erneuern, dann werden wir auch 2025 wieder die Regierung in diesem Land in Berlin stellen. Letzte Frage. Was kann die CDU denn auch abseits einer Frauenquote tun, um mehr Frauen noch für die Parteiarbeit dann zu begeistern? Selbstverständlich reicht die Quote allein nicht, sondern wir brauchen natürlich auch Rahmenbedingungen, die insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Politik möglich macht. Und da haben wir auch wichtige Neuerungen in unserer Satzung, die wir auch heute beschlossen haben. Hier geht es jetzt darum, dass wir sagen, Frauen haben und Männer haben einen Anspruch auf Teilnahme an einer hybriden Sitzung. Das hat sich während Corona ja so erwiesen, dass das so manches Mal schon ein bisschen besser vereinbar ist mit Beruf oder auch mit Familie. Wir haben gesagt, die Anfangs- und Endzeiten, die müssen klar sein. Man muss das kalkulieren können, wie lange man an Sitzungen teilnimmt. Und Open End ist eben so eine Sache, die kann man mit Familie und auch mit Beruf oft nicht vereinbaren. Und schließlich haben wir uns für eine politische Eltern- und Pflegezeit entschieden. Es gibt eben Phasen im Leben von Männern und Frauen übrigens, in denen passt das nicht so richtig mit dem politischen Engagement neben Beruf und Familie. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Maßnahme und das kommt natürlich hinzu zu allem anderen, was wir auch schon tun. Die Sache ist rund jetzt und ich bin mir ganz sicher, dass wir es jetzt schaffen werden, weitaus mehr Frauen für die Union zu gewinnen. Karin Prien, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.